für innerdeutsche Beziehungen, Franke, hat die SPD-Bundestagsfraktion am Abend vor öffentlichen Vorverurteilungen gewarnt. Ein SPD-Sprecher erklärte, seine Fraktion setze sich mit Nachdruck für die vollständige Klärung aller Fragen ein, die im Zusammenhang mit humanitären Maßnahmen im Bereich des Ministeriums aufgetaucht seien. Zu den Äußerungen des SPD-Abgeordneten Nehm, der als Mitglied des Parlamentarischen Kontrollausschusses gegen Franke die Einschaltung der Staatsanwaltschaft unterstützte, meinte der SPD-Sprecher, es sei unangemessen, in einer so delikaten Angelegenheit von persönlicher Bereicherung zu sprechen. An der persönlichen Integrität von Franke bestehe nicht der geringste Zweifel. Der SPD-Abgeordnete Nehm hatte am Abend in Tagesschau und Tagesthemen versichert, er habe bei seinem Vorgehen die Rückendeckung von Fraktionschef Wehner. Dieser habe ihm geraten, Franke zum Reden zu bringen, damit durch Offenlegung Licht ins Dunkel gebracht werde. Als dies nicht möglich gewesen sei, habe Wehner befürwortet, gegen Franke ermitteln zu lassen. In der Affäre um den früheren Minister für innerdeutsche Fragen geht es um 5,6 Millionen Mark, für deren Ausgabe Franke keine Belege vorweisen konnte. Die DDR-Behörden haben bestritten, dass in den letzten Tagen Mitglieder von Friedensgruppen verhaftet worden seien. Sie bezogen sich dabei auf Meldungen aus dem Westen, wonach in den vergangenen Wochen, vor allem in Jena, mindestens 15 Personen festgenommen worden seien. Nach Angaben der DDR-Behörden sind die Berichte über die Verhaftungen verbreitet worden, um in der Friedensbewegung in der Bundesrepublik vor den Wahlen Unruhe hervorzurufen. In einer in Frankfurt veröffentlichten Erklärung haben Wissenschaftler und Schriftsteller Freiheitsrechte für die in Jena verhafteten Mitglieder der Friedensbewegung der DDR verlangt. Der NATO-Abrüstungsausschuss hat am Abend in Brüssel den bisherigen Verlauf der Abrüstungsgespräche in Genf als enttäuschend bezeichnet. Auch die jüngsten Vorschläge der Sowjetunion über einen Abbau nuklearer Mittelstreckenwaffen in Europa seien nicht annehmbar. Die Sowjets hatten sich bereit erklärt, das Potenzial an Mittelstreckenwaffen, das Großbritannien und Frankreich besitzen, als Obergrenze für die eigene Ausstattung zu akzeptieren. Paris und London lehnten die Einbeziehung ihrer Waffen in die Genfer Verhandlungen jedoch ab. Mit Zurückhaltung ist in Washington die Ernennung des bisherigen israelischen Botschafters in den USA, Moshe Arends, zum neuen Verteidigungsminister Israels aufgenommen worden. Beamte des US-Außenministeriums gaben zu verstehen, dass sie von der Ernennung Arends keine Beschleunigung der Friedensverhandlungen in Libanon erwarten. Arends gilt als ein Verfechter einer kompromisslosen Haltung Israels gegenüber den Palästinensern. Ungebrochen hat sich der bisherige israelische Verteidigungsminister Sharon von seinen Mitarbeitern in Jerusalem verabschiedet. Er erklärte, er sei kein besiegter Mann und denke nicht an ein Ende seiner politischen Karriere. Sharon, der im Kabinett Begin Minister ohne Geschäftsbereich bleibt, musste das Verteidigungsministerium aufgeben, weil ihm Mitschuld an den Massakern in Beiruter Palästinenserlagern von einer unabhängigen Untersuchungskommission vorgeworfen worden war. Zu Beginn der 10-tägigen Sitzung des palästinensischen Nationalrats in Algier hat der Führer der PLO, Arafat, noch einmal zu verstehen gegeben, dass er den Friedensplan Präsident Reagans für den Nahen Osten ablehnt. Die Palästinenser wenden sich vor allem dagegen, dass Reagan keinen eigenen Staat für sie vorgeschlagen hat. Aussichten auf Billigung des Nationalrats, eine Art Exilparlament der Palästinenser, hat dagegen der Friedensplan der arabischen Länder, in dem ein souveräner Palästinenserstaat, aber auch die indirekte Anerkennung Israels empfohlen wird. Rund 5 Millionen Menschen haben in den Hochburgen des Karnevals die Rosenmontagszüge bejubelt. Wie hier in Köln waren auch in anderen Städten die politischen Ereignisse willkommener Anlass für die überdimensionalen Karikaturen. Auch durch die kommende Bundestagswahl wollten sich Närrinnen und Narren den Spaß an der Freude nicht verderben lassen. Die Wettervorhersage für Dienstag, den 15. Februar. Vormittags stellenweise Nebel. Sonst teils heiter, teils wolkig und kaum Schneefall. Tiefstwerte minus 4 bis minus 9 Grad. Örtlich bis minus 13. Höchstwerte minus 5 bis 0 Grad. Schwacher, in freien Lagen mäßiger Nordostwind. Das waren die letzten Meldungen. Damit, meine Damen und Herren, ist das Programm des deutschen Fernsehens beendet. Es wird jetzt in einer halben Minute 0:56, 4 Minuten vor 1.
Hinweise auf die Sendungen von Dienstag, dem 15. Februar, geben wir Ihnen auf den folgenden Schrifttafeln. Und damit auf Wiedersehen und eine recht gute Nacht Ihnen allen.